Wir sind bei Folge 7 Let's Plunder the Secret of Monkey Island und ich habe mittlerweile eine ziemlich klare Objektive, was ich jetzt machen kann. Nämlich, wir haben gerade gelernt, wie man Schwertkämpfen lernt. Wir werden jetzt Beleidigungen sammeln müssen, bis wir so fit sind, dass wir uns mit dem Schwertmeister messen können. Aber das werde ich erstmal noch nicht machen, denn mir ist noch was eingefallen, was wir machen können. Mir ist zwischenzeitlich eingefallen, wo wir eventuell so eine Feile herkriegen. Und das werde ich jetzt zuerst versuchen, denn wenn das dann nicht klappt, dann habe ich immer noch eine Möglichkeit, nachher mit dem Schwertkampf weiterzumachen, dass wir zumindest noch etwas Sinnvolles in der Folge haben. Aber mir ist nämlich zwischenzeitlich eingefallen, dieses Fleisch, das ich aus der Küche da gemopst hatte, das konnte ich ja kochen. Aber das musste ich ja eigentlich gar nicht kochen. Ich habe ja gemerkt, dass ich es auch so den Hunden vorwerfen kann. Sollte hier nicht eigentlich Musik sein? Hört ihr Musik? Komisch. Darum habe ich mich eben gefragt, warum kann ich das Fleisch überhaupt kochen, wenn ich es offensichtlich gar nicht muss? Und eventuell haben wir noch eine zweite Anwendungsmöglichkeit für dieses Fleisch, wenn wir es gekocht haben, weil der Otis im Gefängnis, der hat sich ja darüber beschwert, kommt da jetzt der Koch raus oder nicht? Der hat sich ja darüber beschwert, dass er dann nur Ratten zu essen kriegt. Und keine ordentliche Ernährung hat und sowas und das ist ja auch ungesund und alles. Deswegen versuche ich dem einfach mal das Fleisch zu geben und ich habe so den Verdacht vom Klischee her, könnten wir dafür dann von ihm eine Feile kriegen. Das wäre auf jeden Fall der angemessen paradoxe Humor von Monkey Island. Habe ich den Fleischeintopf. Ah, jetzt habe ich vergessen, den Fleischeintopf da wieder rauszuholen. Sagt mir sowas doch, Leute. Dim. Ich habe übrigens zwischenzeitlich mal wieder an meinen Sound-Settings hier rumgespielt. Mir wurde ein paar Mal gesagt, dass das ziemlich übersteuert, wenn ich rede. Ich hoffe, das kann ich jetzt. Wo ist die Musik? Das finde ich komisch. Muss ich ihn wieder rauslocken? Ja. Und ich habe jetzt versucht, mit einer etwas niedrigeren Mikrofon Empfindlichkeit zu arbeiten und werde hinterher versuchen, das dann künstlich lauter zu ziehen. Mal gucken, wie gut das klappt. Ne? Sagt er endlich: Hey, bleib ja aus der Küche raus. Okay. Klar, was immer du sagst, Chef. Fleisch im Eintopf. Hab's. Das letzte Mal hättest du es eigentlich lernen können. Meine Güte, du hast so viel. Du hast einen Heftklammerentferner. Geh doch mit dem Heftklammerentferner einfach in den Topf rein. Wo kam die Musik eigentlich immer her? Hier ist ja nicht irgendwie eine Band oder so am Start. Naja. Voll das unlogische Spiel. Also, Fleisch, Fleisch, Fleisch. Ist wirklich komplett unlogisch. Ich meine, hier zieht sich auch einmal, sehen wir gleich, die Stadtmauer hier einmal quer durch die Stadt. Warum ist die nicht außen drum? Ich meine, außen drum ist dann noch eine. Aber hier hat es auch kein Tor. Hier ist einfach nur. Naja. Dann geben wir den Fleischeintopf an den Gefangenen weiter. Otis, wie er ja heißt. Ich will nichts außer meiner Freiheit. Okay, das bringt also nichts. Du hast nicht zufällig eine Feile? Glaubst du, ich wäre dann hier drin? Ich habe nur diesen Käsekuchen von Tante Tilly. Ich gebe ihn dir, wenn du mir was gegen die Ratten besorgst. Ich kann Käsekuchen nicht ausstehen. Aha. ja, wie praktisch, dass wir Nagetierspray dabei haben. Ich habe mich schon gefragt, warum wir den ganzen Scheiß behalten haben, den wir da in dieser Quasi-Cutscene gekriegt haben. Aber. Hey, das könnte bei den Ratten helfen. Danke. Hier ist der Kuchen. So. Ich mach mal. Ich wette, da ist eine Feile. Ich weiß das nicht mehr, aber ich wette, da ist eine Feile drin versteckt oder der ist einfach so hart, dass wir ihn als Feile verwenden können.
öffne Käsekuchen. Da ist eine Feinde. Das war so klar. Naja. Ja, geil, dann können wir jetzt nämlich schon mal unsere erste Prüfung beenden. Ab ins Haus der Gouverneurin. Pudel schlafen immer noch, sehr gut. Gehe zu großes Loch. Ab geht die Lucy. Ich habe die Pfeile. Benutze Buch der Witze mit Reißwolf. Gib witziges Konfetti an schwer bewaffneter Clown. Hui! Wirf Wachslippen in Feuer. Benutze Pfeile auf Nashornfußnägel. Ich liebe diese Szene. Benutze Pfeile auf Schloss. Nimm sagenhaftes Idol. Oha. Das war knapp. Aber immerhin habe ich das Idol. Aber ich bin noch nicht mit dir fertig. Oh. Dachtest wohl, du könntest ungeschoren mit dem Idol der vielen Hände abhauen. Sehen Sie, ich kann das erklären. Ich auch. Du hast die Pudel vergiftet? Die schlafen doch nur. Bist hier eingebrochen? Die Tür war nicht verschlossen. Und hast einen der wertvollsten Kunstgegenstände gestohlen. Nein, nein, es war alles ganz anders. Oh, wirklich? Nur dann mal raus mit deiner Erklärung. Sie hat gesagt, ich könnte es haben. Ich wollte es nur kurz ausleihen. Das gehört in. Wie viele Indiana Jones-Anspielungen können die in dieses Spiel reinpacken? Die Piraten haben mich angestiftet. Ja, nee, also Ausreden sind immer. Ja, ist gut, das sind alles Ausreden. Ich wollte es nur kurz ausleihen. Was machen wir mal? Ist alles eigentlich eine kleine Mickey Maus, zog sich mal die Hose aus, zog sie wieder an und du bist dran. Dann bleiben wir bei Indiana Jones. Das gehört in ein Museum. Was geht hier vor? Ich habe diesen Halunken mit ihrem Idol geschnappt, Gouverneurin. Er sagt, das gehört in ein Museum. Da hat er recht. Was? Du hast richtig gehört, Fester. Was mir viel mehr Sorgen macht, wie kam der hier rein, während du Wache geschoben hast? Hau schon ab, Fester. Ich regle das hier. Ich kümmere mich später um dich. Entschuldige ihn, er ist noch neu. Ich bin Gouverneurin Marley. Gouverneurin Elaine Marley. Also, das gehört also in ein Museum, wie? So, ich kann keine Frauenstimmen nachmachen, aus offensichtlichen Gründen. Alle weiblichen Elemente werden durch meinen Bart rausgefiltert, sobald ich meine Stimme erhebe. So, ich kann sagen, also, nun ja und uff. Uff. Entspanne dich, Guybrush Threepwood. Ich weiß, warum du hier bist. Glaub mir, du bist nicht der Erste, der es versucht. Obwohl ich sagen muss, dass keiner bisher so weit gekommen ist. So. Mein Späher hat mir von deiner Ankunft berichtet. Ich wollte dich treffen, seit ich deinen faszinierenden Namen gehört habe. Sag mir, Guybrush, warum willst du ein Pirat werden? Du siehst nicht wie einer aus. Nee, kein Bart. Dein Gesicht ist zu süß. So, ich habe die Option büpft, grüpft, hümgüpft und rgüpft. Mir fehlt noch Writtelbrumpft, muss ich sagen. Writtelbrumpft wäre jetzt eigentlich die perfekte
Perfekte Erwiderung, abgesehen von, ach ja, natürlich. Also machen wir mal. Grüpft. Ich verstehe. Nun, offensichtlich bist du nicht in der Stimmung für eine kleine Plauderei. Ich nehme an, du hast viele aufregende Dinge zu tun. Ich werde Ihnen keine Zeit mehr stehlen, Mr. Threepwood. Wenn ich doch nur mit Frauen reden könnte. Ach ja. Wir haben unsere erste Aufgabe erledigt. Ja. Wohin willst du denn damit, Threefwalk? Bankschließfach. Entschuldigen Sie, Mr. Scheintop, Sie stehen im Weg. You're in my way, sir. Kennt ihr das aus diesem SWAT-Spiel? Ja, ich weiß es nicht mehr. Aus welchem genau? Ach komm hier. Zisch ab, Fester. Geh kacken, Junge. Du brauchst wohl etwas Abkühlung. Gib mir dein Schwert. Oha. Das ist das Ende, du kleiner, nichtsnutziger Niemand. Die Tage, in denen du Ärger auf Malay Island Trademark gemacht hast, sind vorbei. Meine Pläne für die Gouverneurin sind viel zu wichtig und viel zu weit fortgeschritten, um einen Möchtegern-Piraten wie dich im Wege zu haben. Leb wohl, Mr. Spice Cake oder Droopface oder wie dieser blöde Name auch war. Bloop. Im Nachhinein betrachtet könnte das noch ein ganz guter Tag werden. Gott sei Dank können wir ja 10 Minuten die Luft anhalten, wie Guybrush uns zumindest selbst versichert hat. So, wir sind also unter Wasser und haben hier das Problem, wir sind an ein sehr schweres Idol dran gefesselt mit einem Seil. Wir haben ein rostiges Messer, eine Metallsäge, ein tödliches Metzgerbeil, nicht nur ein normales, nein, ein tödliches, eine Axt, die ist dafür nicht tödlich. Eine messerscharfe Schere und ein Schwert. Und eine zerbrochene Flasche. Rostig, aber scharf. Die Metallsäge macht auch einen scharfen Eindruck. Das tödliche Metzgerbeil ist scharf und gefährlich. Die messerscharfe Schere, die ist besonders scharf. Wie lange liegen die hier schon unter Wasser? Und die sind trotzdem noch... Naja, schwer und scharf. Das ist ziemlich scharf, ich sollte aufpassen. Immer diese Umweltverschmutzer. Sieht aber scharf aus. Okay, ich bin ziemlich sicher, dass wir an nichts davon rankommen. Da komme ich von hier aus nicht ran. Da komme ich von hier aus nicht ran. Da komme ich von hier aus nicht ran. Und da komme ich von hier aus nicht ran. Komme ich da von hier aus ran? Da komme ich nicht ran. Na, so etwas aber auch. Ich nehme die Metallsäge. Ah, ich komme von hier aus nicht ran. Dann sicher das Messer. Oh nein, da komme ich von hier aus nicht ran. Was ist da oben los? Hallo Nick, ich habe gerade ein Gewaltverbrechen begangen. Hat das etwa etwas mit diesem großen Messer da zu tun? Genau. Was sollte ich damit tun? Du solltest es schnell loswerden. Ich werfe es hier ins Wasser. Nein, tu das nicht. Warum nicht? Ich muss den Beweis vernichten. Es könnte an Land gespült werden. Was kümmert das mich? Dann sind keine Fingerabdrücke mehr drauf. Ich werf's rein. Ja, komm her damit. Nein, vielleicht brauche ich es nochmal. Bis demnächst. Ja, bis dann. Okay, ich muss zugeben, ich halte euch nur ein bisschen hin. Ich weiß tatsächlich, glaube ich, noch, wie das geht. Und zwar... Inzwischen sieht es wie ein wertloser Türstopper aus. Und zwar ist es so, dass Guybrush ja eine magische Hose besitzt. Warum heißt das überhaupt Idol der vielen Hände? Es hat überhaupt keine Hände. Eine magische Hose besitzt, in der quasi so ein Dimensionsloch ist. Ja, egal was er reinsteckt, er kann es ja mitnehmen. Ich meine, das ist Fleischeintopf, die komplette Schaufel ist da drin. Sieht man
nichts, 174 Goldstücke, ein Pfefferminz, ja, es passt irgendwie alles rein. Das heißt, wenn ich dieses Idol nehme, kann ich auch problemlos los. Ich glaube, ich brauche ein Schwert. Das hier sollte ausreichen. Nun, das war ja gar nicht so schwer. Nun muss ich lediglich das dumme Idol zu den Piraten bringen und... Du lebst! Gouverneurin! Hey, du kannst ja reden! Wer hätte das gedacht? Und was tun Sie hier? Wollen Sie die Arbeit beenden? Nein, ich kam hierher, um dein Leben zu retten. Fester handelte gegen meinen Befehl, als er dich da reingeworfen hat. Sie sind gekommen, um mich zu retten? Ich dachte, Sie mögen mich gar nicht. Nun, unser erstes Zusammentreffen war etwas seltsam. Du scheinst Schwierigkeiten zu haben, ganze Sätze zu formulieren. Aber das haben die meisten meiner Bürger. Aber ich bin keiner ihrer Bürger. Ich bin nur ein Niemand, ein Herumtreiber, ein Möchtegern-Pirat. Wird Möchtegern nicht zusammengeschrieben? Wen hätte es gekümmert, wenn ich da unten ertrunken wäre? Es hätte mich gekümmert, Guybrush. Oh, Gouverneurin. Oh, Threepwood. Oh, Elaine. Oh, Guybrush. Schnuckelchen. Zuckerkeks. Mausezähnchen. Honighäschen. Also, jetzt reicht's. Küss mich. Nein, wir dürfen nicht. Muss. Nicht hier, wo uns die anderen sehen können. Warum? Schämst du dich mit mir? Nein, nein, das ist es nicht. Es haben mir nur schon so viele Piratenanträge gemacht. Um keinen von ihnen zu verletzen, habe ich ihnen immer gesagt, dass ich meinem Vater versprechen müsste, mich niemals in einen Piraten zu verlieben. Wenn sie uns gemeinsam sehen, wissen sie, dass ich gelogen habe. Aber ich bin doch noch gar kein Pirat. Okay, gehen wir zu dir? Gern. Aber beende die drei Prüfungen vorher. Ich möchte, dass du mir dann deine volle Aufmerksamkeit widmest. Aber ich habe auf einmal dieses Verlangen, die drei Prüfungen zu beenden. Schleunigst. Oh, war schön. Okay. Ja, da haben wir ja doch einiges geschafft in dieser Folge. Coole Sache. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch in diese Tür reingehen, nochmal zu den schrecklich wichtigen Piraten und denen dann das Idol übergeben. Und es ist immer noch keine Musik da. Naja. Ich kann die ja für euch singen. Nein, okay, das nervt sogar mich. Ja, ich muss denen nur noch dieses Idol übergeben. Ich schätze mal, das ist ein super Einstieg für die nächste Folge. Bis dahin, gute Winde und weiter rocken.